Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und im heutigen Video werden wir zwar beim Ultra Instinct Goku Banner Summon nicht halt den zweiten Durchlauf machen. Wie ihr wisst, habe ich den ersten Durchlauf gemacht. Auch als Video, falls ich gesehen habe, schaut es euch auf jeden Fall an. Aber schauen wir mal eine Sache zu diesem Durchlauf. Ihr seht, was? 48 Stones. Ich habe quasi die Stones gefarmt, so in den letzten Wochen, was da ging. Und habe offscreen eigentlich die Summons gemacht. Ich habe sie dennoch aufgenommen auf meinem iPad. Heißt, ich werde euch von den ersten zwei Multis von dem zweiten Durchlauf, also von dem 40er, was ihr seht, von dem ersten und von dem 50er, dem zweiten Multisum, Aufnahmen zeigen. Danach machen wir live, ja, auf dem Handy weiter. Da habe ich quasi dann den dritten Multisum, habe den vierten kostenlos. So wird das quasi heute verlaufen. Warum verläuft das so eigentlich? Wie gesagt, habe ich die Offscreen gemacht, wollte es auch nicht raushauen. Mir geht es in dem Video nämlich um was anderes. Heißt, die ersten zwei Summons werde ich einfach mal im Hintergrund laufen lassen und dann quasi darüber reden, ja, wozu, was ich hier sagen will, im Prinzip, worum es eigentlich gehen sollte. Würde sagen, ja, ich lasse einfach mal die Aufnahme laufen. Hier ist quasi vom zweiten Durchlauf der erste Multisum. Habt auf jeden Fall viel Spaß dabei. Worum es im Prinzip geht, ihr werdet das Video an dem Tag sehen, also heute, wenn ihr es anschaut, an dem ich auf dem Japan Day bin. In Düsseldorf wisst ihr Bescheid wahrscheinlich. Und da quasi an euch die Information. Wenn ihr mich auf dem Japan Day seht, keine Scheu. Kommt her, tippt mich an, sprecht mich an. Ich nehme mir auf jeden Fall gerne die Zeit für euch. Und wir quatschen ein bisschen, kein Thema. Ich werde jetzt kein Fan-Treffen oder so, Termin vereinbaren oder so. Ihr wisst, ich bin da spontan unterwegs. Deswegen da die Information an euch. Und ja, ihr habt mir Kevlar gezogen. By the way, habe ich diese Aufnahme auch auf Twitter gepostet. Heißt, diejenigen, die das schon gesehen haben, die wissen schon, was hier abgeht in dem Summon. Anyways, wie gesagt, Japan Day. Wenn ihr mich da seht, auf jeden Fall kommt vorbei. Sagt hallo und ich nehme die Zeit, ist überhaupt kein Thema. Zweite Sache ist, da ich, das war unser GS an der Stelle, Moment, bevor wir zur zweiten Sache kommen, lassen wir am besten direkt die zweite Aufnahme laufen, weil das war es gerade schon vom ersten Multi und habe ich, wie gesagt, über die Tage da dann nochmal Stones zusammenbekommen und das ist dann quasi der zweite Multi-Summon. Und genau, zweite Sache ist, da ich auf dem Japan-Day bin, übers Wochenende, habe ich ein paar Videos vorbereitet, die habt ihr wahrscheinlich die letzten Tage gesehen, beziehungsweise morgen werdet ihr noch ein Video sehen dann zum Protara, zu meinem Protara-Team-Showcase. Heißt, zu den aktuellen Sachen kann ich keine Videos raushauen. Team-Rating-Video zum einen wird nicht am Wochenende kommen, also nicht heute oder morgen. Die Anfragen habt ihr trotzdem alles richtig gemacht, ihr habt sie mir eingesehen am Freitag, ich werde sie aufsammeln, aber das Team-Rating-Video selbst kommt dann ausnahmsweise mal nicht am Wochenende, sondern die Woche dann. Und hey, Déjà-vu? Ja, richtig. Dritter Charakter heute, der Kevlar. Wie beim Summon davor. ja, Team-Rating-Video habt ihr alles richtig gemacht. Ich werde dennoch einsammeln, die Anfragen, die Freitag reinkamen. Nur das Video selbst wird jetzt quasi unter der Woche kommen. Also sorry dafür zum einen. Und zum anderen dann kann ich am Wochenende quasi die Events nicht aufnehmen. Sei es für Tapion, sei es zum Banner, Double-Rate-Banner. Wir werden auf jeden Fall pullen, da werde ich was vorbereiten. Aber zum Dokument und zum Story-End von Tapion auf jeden Fall. Ja, ihr seht schon, das ist halt eine Aufnahme. Da habe ich das Ganze hier quasi beendet. Aber switchen wir mal hier rüber, beziehungsweise machen wir das Ganze mal an der Stelle. Ja, lass das einfach mal so. Wir machen gleich weiter, wir switchen gleich rüber und machen dann die Real Multisum, die zwei Stück, die wir hier noch aufbewahrt haben, beziehungsweise die wir hier noch machen werden auf jeden Fall. Genau, wegen Tapion, Dokument und Story, wenn ich habe dazu schon Videos gemacht. Das Ganze kam in JP Online, ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Heißt, wenn ihr euch schon mal fragt, ey, wie läuft das mit dem Dokument, mit dem Story und was kann ich da holen, was muss ich da beachten? Ich habe die Videos quasi schon gemacht in JP, ihr überträgt es einfach in Globe, ist genau das gleiche, die Beschreibung, beziehungsweise die Links setze ich in die Beschreibung. Das wäre es eigentlich dazu, wie gesagt, Japan Day, kommt einfach auf mich zu, spricht mich an, kein Thema, alles gut. Und zweite Sache, leider nicht aktuell sein, ich kann da leider nicht aktuell sein dann, weil ich da am Wochenende unterwegs bin. Heißt, Team Rating kommt unter der Woche und wenn ihr wegen Tapion Events, wegen dem Event Fragen habt, Story Event, Token Event, ich setze die Links in die Beschreibung von älteren Videos. Aber ich würde sagen, wir switchen kurz die Szene und dann machen wir mal die letzten zwei Multisummen im zweiten Durchlauf. Let's go. Alles klar, und da sehen wir, wir haben die Szene gewechselt, sind jetzt auf dem iPhone unterwegs. Wie gesagt, da habe ich dann über die letzten Tage dann wieder die 50 Stones erfahren. Whatever heißt. Letzten zwei Multis im zweiten Durchlauf beim Ultra Instinct Goku Banner. Mehr werde ich auch nicht machen. Das reicht auch allemal auf jeden Fall. An der Stelle komme auf jeden Fall, was wolle. Ja, wir machen einfach ein bisschen Spaß. Wir haben gesehen, in den ersten beiden kam zweimal Kevlar. Über Kevlar habe ich natürlich gefreut, ja. Wie soll ich mich über Kevlar nicht freuen? Das waren zwei Dupes für meine Kevlar. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf das Protara Showcase.
Aber noch eine dritte Sache vielleicht, und zwar, ich werde auf dem Japan Day sein und da könnt ihr euch dann auf jeden Fall die Woche drauf. Ich werde gucken, ob ich das hinpacke, damit ich das direkt raushauen kann. Auf den Vlog freuen, ja. Ich habe ein Equipment besorgt, neue Sachen besorgt, Kamera und so weiter und so fort. Ich muss da selber noch quasi ein bisschen fit mit werden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Beziehungsweise, was heißt, sehen wir uns gleich wieder? Dann sehen wir mal, wie das Ganze läuft mit den Vlogs. Anyways, erster Charakter war hier Android 19 an der Stelle. Und dann, okay, an der Stelle habe ich was kurz refreshed, mein Air-Server, weil das hat mir gesehen, das hat ein bisschen geleckt. Ich hoffe, es vermisst mir jetzt die Aufnahme nicht und wir gucken mal, was hier weiter abgeht. Und zwar kriegen wir noch, wir wissen auf jeden Fall, ein SSR ist auf jeden Fall dabei, ja, mit dem GSSR. Aber darüber hinaus, ziehen wir noch irgendwas. Aus dem Banner selbst fehlen noch Angel, Golden Freezer und G-Ren. Beide kommen zwar später auch, ich werde auch bei dem späteren Summons, wenn sie kommen, summon. Aber ja, ich wäre nicht dagegen, wenn sie jetzt schon droppen. Wir machen hier weiter mit Krillin auf jeden Fall. Gefolgt von Muckenroshi. Also ich glaube, es ist nur der GSSR. Es ist, glaube ich, nur der GSSR und in dem Fall, wer wird es sein? Ja. Wir wissen. Meiste Zeit ist es nicht gefeatured natürlich. Wir werden dennoch sehen, ob eventuell noch irgendwas anderes kommt. Wir haben jetzt ja auf jeden Fall an der Stelle erstmal Janemba. Und ich glaube, jetzt kommt schon der letzte. Und zwar der letzte ist... Ey, Gotenks. Okay, nehmen wir an. Warum nicht? Das wäre ein Dead Multi quasi, aber... Na gut, Gotenks nehmen wir auf jeden Fall an. Das wäre eigentlich ein Dead Multi, heißt... Über den S-Lab bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber wir kommen jetzt zum allerletzten Multi und der Gratis-Multi. Mal schauen, ob da noch was droppt, außer dem GSSR. Ich hoffe, irgendwas anderes wäre cool. Warum nicht? Aber schauen wir mal. 1, 2, 3 Pots. 3 Pots, let's go. Ja, an der Stelle Animation machen hat auch gleich jetzt keinen Sinn. Aber trotzdem, wenn so ein Super Saiyan 3 aufpoppt bei einem Multi-Summon, auch wenn garantiert, wenn wir schon wissen, dass wir garantiert einen bekommen, trotzdem ist so von alten Feelings, das signalisiert mir in meinem Körper irgendwas. Ey, geil, jetzt kommt was. Naja gut, an der Stelle hatten wir keinen Super Saiyan 3, aber ich meinte halt allgemein bei den Animationen. Hey, Papa Vegeta kommt ohne Schnauze aus GT. Gucken wir mal, ob wir irgendwas anderes ziehen. Irgendwie fühlt sich dieser Multi-Summon total kalt an. Ich sag das eigentlich oft, aber... Ich habe schon relativ Anfang mit einem SSR gerechnet. Deswegen... ist es wahrscheinlich wieder nur der GSSR. Schauen wir mal. Über die zwei Kevlar, wie gesagt, von den ersten beiden Multis bin ich sehr, sehr zufrieden. Nehme ich auf jeden Fall an. Zwei Dupes für Kevlar. Es kommt halt echt legit nichts. Außer dem GSSR, wie es aussieht. Es sieht halt wirklich so aus. Also beenden wir das Ganze auf jeden Fall. Okay. Oldschool Vegeta. Nehme ich auf jeden Fall an. Vegeta, ihr wisst Bescheid, aber... Das tut dann trotzdem weh, ne? Da freut man sich auf die zwei Multis, die man noch machen kann. Und dann kriegt man nur die GSSR. Anyways, Freunde. Wie gesagt, ein Video eigentlich sehr... Eigentlich hat sich nicht um die Summons gedreht. Anyways. Ich hoffe, alles hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.